Vater, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, sogar Spinner Marty. 12 schon. Onkel Donald, er gibt mir diese schöne kleine Box. Und er will einfach nicht aufhören. Öffne sie, Junge. Los, mach schon. Du wirst es lieben. Die Sache ist, ich wusste schon, dass es eine Major Hall Actionfigur ist. Ich war ein neugieriger Bengel. Also, ich öffne die Box, dann schaue ich meinem Onkel in die Augen und tu überrascht. Er weiß sofort Bescheid. Genau. Ganz ohne Vorwarnung schnappt sich Onkel Donny meinen schönen neuen Major Hall und kickt ihn aus der verdammten Tür. Oh, shit. Im Raum sagt niemand ein Wort. Onkel Donny meint nur, es muss doch auch Überraschungen geben am Geburtstag. Hat die Geschichte auch einen tieferen Sinn? Überraschungen führen bei mir zu gewissen Angstproblemen. Es wird ungemütlich da draußen. Schnallt euch lieber an. Was zum Teufel? Vergesst das. Fallschirme anlegen, Leute. Ich habe nicht vor, auf den Insel zu landen, aber der Sturm ist angebrochen. Ist ja ein vielversprechender Start, was? Oh, shit! Hört mich jemand? Nicht sehr einladend. Wo zur Hölle bin ich? Da habe ich die Antwort auf meine Frage. Was zur Hölle? Du gehst nach Azuran. Und was ist mit dem Rest von uns? Was zur Hölle war das? Also das Flugzeug ist total im Arsch. Der Funk kann unmöglich noch funktionieren. Wir müssen das als Option ausschließen, bevor wir zu einem anderen Plan übergehen. Hey, helft mir mal! Ich hasse diesen Ort jede Minute mehr. Du hast doch was von Glück gesagt, Junge, oder? Hey, wir sind sicher, stimmt's? Wird nicht lange dauern, bis die Schar zurückkommt. Los! Da geht's nicht lang. Das Cockpit ist hinter dieser Tür. Gehen wir. Oh.
Noch da? Fast geschafft. Hier ist Tag. Ich hol dich. Wie ist die Position? Bin dran. Warum glaube ich, dass wir nicht nur Tag-Anzeichen gegeben haben? Diese Insel ist gefickt. Ich bin heilfroh, dass wir hier endlich wegkommen. Ja. Genau wie ich dachte. Hier die Ergebnisse. Hey, sorry für die Verspätung. Wir hatten einen ziemlich üblen Condor-Crash. Kämpften gegen endlose Monsterhorden aus der Hölle und sind gerade so entkommen. Aber wie lief's bei Ihnen? Tja, wurde verdammt nochmal Zeit. Ach du Scheiße. Was? Zeig mal Respekt. Das ist Colonel Victor Hoffman. Eine Ehre, Sir. Eine gottverdammte Ehre. Ebenso, Soldatin. Deswegen sind Sie hier. Die Besten der Besten. Das hier ist Herner Cole. Meine linke Hand bei dieser Geheimoperation. Weiß eine Menge über Wissenschaft und generell ziemlich hilfreich. Akademische Grade in Biochemie, Toxikologie, Chemie und Wissen. Schafft, danke, Hoff. Jedenfalls, schön, euch kennenzulernen. Was für eine Operation ist das hier? Henna? Also, was wir hier sehen, ist ein Plan des Pahanu-Kor-Bunkers. Deckname Heiligtum. Er wurde nie genutzt wie geplant, sondern diente stattdessen als Friedhof nach dem Locust-Krieg. Und jetzt, ist es ein gottverdammter Schwarmstock. Infiltriert ihn und platziert eine chemische Bombe in seinem Zentrum. Dann erledigen wir sie von innen heraus. Eine hochriskante Mission. Und wenn wir es hinkriegen, eliminieren wir diese Bastarde und nutzen dann unser Wissen, um den ganzen Planeten zu retten. Also, ich habe der Kur Versprechungen gemacht. Und durch meine Leute auf dem Festland euch dreien auch. Erfüllt die Mission. Und ich stehe dazu. Fragen? Egal welche Mission, Sir. Wir sind dabei. Was? Ist mal besser als der Ruhestand. Nun denn, worauf warten wir noch? Alles klar, Team. Ihr werdet die Basis über den Haupteingang infiltrieren. Laut unserer Aufklärungsbemühungen wird sie immer noch durch die Thermalreaktoren versorgt. Wenn ihr drin seid, müsst ihr zur untersten Ebene. Die liegt 20 Etagen tiefer. Die Aufzüge dürften die Sache erleichtern. Was war das für eine Aufklärungsmission? Wir haben ein paar DB-Teams eingesetzt, aber den Kontakt verloren. Ehrlich gesagt brauchen wir jemanden mit Zugang. Keegan, du bist dran. Bleiben nur noch 18 Ebenen. Wir müssen weiter. Los jetzt! Vergebens ist. Sieh dich nur um. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, so wie das hier aussieht. Wird doch sowieso alles umsonst sein.
Also, Lani, sind wir bald da? Auf keinen Fall. Wir sind so weit gekommen. Wir finden einen anderen Weg. Verdammte Kor. Weiß einfach nicht, wann's vorbei ist, oder? Ich hab genug von deinem Gelaber. Zur Hölle mit der Mission. Was zur Hölle soll das? Ich räum auf, Bruder. Eine Granate. Hinüber. Das war nicht die Mission, sondern deine Entscheidung. Tja, wir sind uns wohl alle einig. Die Mission war ein Fehlschlag. Nicht, wenn wir neue Daten haben. Habt ihr was? Drohnen, Larven, alles erledigt. Der schwerere Schwarm. Nicht genug Feuerkraft. Haben wir nichts Stärkeres? Irgendwas, um die ganze Insel zu versenken. Oder ein paar Fässer dieser fiesen Säure, die all diese Viecher am Strand gekillt hat, hm? Genau. Da könnte wirklich was dran sein. Das war ein Witz. Aber wir haben auf jeden Fall ein Problem. Wir haben gar keine Ahnung, wer der Angreifer ist oder wo er ist. Wailehi. Meine Oma erzählte mir oft Geschichten über ihr Volk. Die Jugendlichen fuhren übers Meer auf der Suche nach einem Gott. Ihr Initiationsritus. Wenn irgendwer was über das weiß, was wir am Strand sahen, dann das Volk meiner Großmutter. Also dann los. Stellt Kontakt her und findet es heraus. Hanna, ich will dich dabei haben. Ich will, dass du die richtigen Fragen stellst. Alles klar. Los geht's, Scorpio. Willkommen auf Wailehi, Scorpio. Wenn ihr euch abgeseilt habt, suche ich einen Platz in der Nähe. Ich brauche nicht noch eine Rettung in letzter Sekunde. Ihr beide, keine Lade auf dieser Insel. Gefällt mir jetzt schon besser. Durch die Tür, Scorpio. Helf mir mal. Friedlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal sehen würde, wo meine Familie herkommt. Mann, ich hasse Partys. Hilft mir jemand! Oh, nein! Sie sind alle...
fort. Gott verdammt. Sieht aus, als wäre das keine diplomatische Mission. Diese Schrift bezieht sich auf das Erwachen. Die Initiation, von der sie erzählt hat. Hört zu. Die Hülle. Ein wandelnder Schrecken, der alles verzehrt. Lass ihn deine Bürde sein. Doch lass ihn sich nicht nähren. Die Reise. Unsere Vorfahren geleiten dich durch die Welt. Ihre Geister führen und wachen über dich. Der Weg des Geistes. Gib dich dem Verblassen hin und reise mit den Vorfahren. Der Pfad unseres Volkes offenbart dir deine Bürde. Die Angst. Erwacht. Wiedergeboren. Erneuert. Unverzehrt. Deine schwere Bürde verwandelt. Leicht wie eine Feder. Stell dich der Kreatur. Gehen wir ins Dorf. Hier entlang. Oh. Mist, Scharfschützen. Wie zur Hölle kommen diese Bastarde hierher? Wie machen wir das jetzt? Wir töten den Schwarm. Ich will glauben, dass sie okay sind. Dass wir mal helfen können. Na los! Da, in dem Baum. Sie haben Federn vom Wakatu gesammelt und hierher gebracht. Keine Kapseln, keine Leichen. Was ist mit ihnen? Sie haben diesen Ort zerstört. Seine Geschichte, sein Volk. Verfluchter Schwarm. Wir werden die ganze verdammte Spezies auslöschen. Ich weiß immer noch nicht, wie sie von Pahanu hierher kamen. Da ist deine Antwort, Henna. Die Lavatunnel. So kamen sie her. Lavatunnel? Dann verbinden die vielleicht die Insel. Henna, über dir! Komm hier schon klar.
Keine Lügen mehr, Hoffman. Die Ministerpräsidentin lehnte meinen Plan für den Schwarm ab. Sie wollte das ihren Robotern überlassen. Also habe ich meine Zwangspensionierung für eine eigene Mission genutzt. Die ganze Zeit war das hier nicht mal eine offizielle Operation? So ist es. Hört mal, ich kenne eure Geschichten. Ihr habt alle gelitten und gekämpft, aber ihr habt noch immer Kampfgeist. Eine Bestimmung. Dafür sind wir hier. Unsere Leben standen auf dem Spiel. Das Leben des gesamten Planeten steht auf dem Spiel. Ich bin nicht hier, um die Welt zu retten. Der Schwarm holte meinen Sohn. Entführte ihn, schreiend in die Dunkelheit. Ich konnte ihn nicht retten. Ihn nicht beschützen. Ich habe mich gemeldet, um diese Schweine zu braten. Und ich wollte dabei draufgehen. Aber hier sind wir. Also, zur Hölle damit. Ich lebe. Und ich kämpfe für die Familie, die mir bleibt. Ich werde bestimmt nicht zusehen, wie noch mehr Leute leiden. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. Wir wissen, wie wir in den Schwarmstock kommen. Alles, was ich brauche, ist eine Probe. Und die kriegst du. Aber ich lasse meinen Bruder damit nicht allein. Ich wäre gern für dich da gewesen, Mac. Und für deinen Sohn. Aber jetzt bin ich da. Tja, dann sind wir uns einig. Erneut zurück in die schreckliche Dunkelheit. Okay, Scorpio. Es geht los. Findet den Wakatu. Extrahiert das Gift. Verschwindet. Denk dran. Wir brauchen nur eine Probe. Viel Glück da draußen, Scorpio. Wir haben die richtigen ausgewählt, Sir. Wir ziehen das durch. Genau dahin zurück, wo alles begann. So wie meine Vorfahren es schon immer getan haben. Gib dich dem Verblassen hin und reise mit den Vorfahren. Der Pfad unseres Volkes offenbart dir deine Bürde. Los, weiter geht's. Helft mir mal. Der Baum. Das ist das Wakatu-Nest. Da bin ich sicher. Dann ist das noch der richtige Weg. Das war auf jeden Fall ein heftiger Ritt. Das scheint's zu sein. Die Furcht. Der Wakatu will den Schwarm genauso sehr loswerden wie wir. Wir sollten die Probe nehmen, ohne ihn zu töten. Stimmt. Wäre schön, wenn alles wieder wird wie vorher. Erwacht, neugeboren, erneuert, nicht verzehrt. Deine schwere Last verwandelt. Leicht, wie eine Feder.
hat sich ganz schön gewehrt. Wird es überleben? Ja, wird es. Es ist ein guter Tag. Alle werden überleben. Sind wir bereit, Scorpio? Wenn ich's nicht schaffe, solltest du wissen, ist das deine Schuld und ich werde dich verdammt nochmal heimsuchen. Was machen die Nerven, Major Howell? Oh, zur Hölle mit meiner Angst. Dieses Mal bin ich die verdammte Überraschung. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite.